Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Jetzt bin ich gerade zusammengezuckt. Weiterhin mit Klaus und Jan. Bin echt zusammengezuckt. Wenn das jetzt einer im Hintergrund. Wenn ich jetzt eine Kamera gehabt hätte, der würde sich kaputt lachen. Ich bin richtig so nach unten gezuckt. So. Ja, ich bring. Macht ja nichts. Ich bringe jetzt hier ein bisschen Gras weg. Klaus fährt Wasser. Jan ist weiterhin am Felder ernten. Da geht sein Lieblingshobby nach. Hui! Hui! Ich muss ja mal finden, wo man Wasser überhaupt aufhört. Ich muss einfach meinen Ohrenschmalz hinter Ohren wegmachen. Oh, ja, Ohrenschmalz. Lecker. So, alles klar. Glaube nicht. Ich muss aber gucken, wo wir Wasser überhaupt herkriegen. Aus dem Fluss. Vom Nachbarn klauen. Vom Nachbarn klauen. Wir haben einen Fluss ganz oben, wo wir die Brücke gekauft haben, Klaus. Da könntest du ihn probieren. Ja, da könnte ich mal hinfahren. Ja, du musst Pipi reinmachen. Ja, Pipi! Da musst du ein bisschen, ich weiß ja nicht, wie viele Liter das sind, aber ich möchte nicht wissen, wie lange du dafür brauchst. Ich glaube, wir gehen 12.000 rein. 12.000 Liter Pipi? Legst du auch einen Obama rein, dann passt das. Na, der ist bald weg, Leute. Warte. Haben gerade so eine Beziehung aufgebaut. Also, ja, was? Ich äußere mich ja wirklich nicht zur Politik eigentlich so, aber ich finde es schon ziemlich traurig, dass der weg ist. Wer? Ja. Obama. In Amerika. Oh. Ach, stimmt ja. Weil ich, wo Obama oder auch Bush oder so Präsident geworden sind, da habe ich mich da schon ziemlich für interessiert, für diese ganze Sache, weißt du? Aber jetzt, wo dieser Trump, Alter, der hat doch nicht alle Märmeln am Ficken, hat der doch nicht, Alter. Ich glaube, dieser. Ah, nee, ich darf das nicht sagen, sonst bin ich nachher auch. Kriege ich nachher auch noch Anzeigen, so wie der Dingens. Den Dingens beleidigt. Hey, Günther! Hat. Weißt du, es ist. Keine Ahnung. Ist das richtig, dass so einer Präsident wird in Amerika? So wie unsere Wirtschaft oder alle immer sagen, der mächtigste Mann der Welt? Ist das richtig? Ja. Muss ich das jetzt hier reinkippen? Naja, ich kipp mal. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass ich richtig bin. Und steig mal ein, was du meinst. Also laut blinken, ja. Ja, aber hier ist eigentlich so ein Strohhäuschen, ne? Kein Grashäuschen. Jo, Stroh und Gras konntest du ja immer zusammen verkaufen. Naja, 2400 haben wir. Ich kippe ab und kriege Geld. Okay. Viel Geld. Naja. Das hat sich nicht gelohnt. Von 2400 auf 3600. Das machen wir nicht. Na, dann behalten wir das lieber. Alter, da ist ja die Spritkosten höher als alles andere. Wollte ich gerade sagen, ne? Zusammenfahren und mähen hat schon genug Zeit gekostet. Ja. Ne, das rentiert sich nicht. Wenn wir falsch abgekippt haben, schreibt es in die Kommentare, Leute. Vielleicht ist da ja irgendwo noch eine Station, die wir übersehen haben. Ja, ich weiß nicht, also ich weiß ja nicht, wie sehr ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzt da mit der amerikanischen Politik, aber ich finde, der redet ein bisschen viel Dünnsches, oder? Ja, das würde ich halt auch einfach jeden zum Beleidigen. Ja. Ist klar. Das ist, keine Ahnung. Ich finde das genauso wie mit, was derjenige da zu dem türkischen Präsidenten gesagt hat, nicht richtig. Da habe ich mich ja in dem letzten Video schon zu geäußert. Finde es nicht richtig, aber ich finde so ein Präsident, ich weiß gar nicht, ist das Präsident in der Türkei? Ja, so ein schon, Master, ne? Popo-Master. So ein Popo-Master. Das ist keine negative Deutung, nicht, dass wir hier klarer angezeigt werden. Egal. Ich finde einfach, wenn man sich mal im Internet umschaut, wie sehr sich über Merkel lustig gemacht wird, oder wir hier auch über Obama, wir gehen jetzt einen Obama richtig in die Schüssel drücken und so. Jan, es ist so, das kann man sich auch im Internet durchlesen. Ja, das sind einfach dumme Sprüche, die man hier ablässt. Ja.
Und dadurch werden wir auch nicht angezeigt oder geschweige irgendwelche andere Scheiße. Ich finde, so ein Präsident muss da drüber stehen. Ja, genau wie Frau Merkel das auch tut. Guck doch mal Videos bei YouTube, wie die manchmal zur Lachnummer gemacht wird. Ja, und es ist unsere Chefin, wenn wir es so nehmen. Ne? Ja, klar, nicht in YouTube, auch im Karneval überall und sowas. Genau, auch im öffentlichen Fernsehen wird sich da einfach drüber lustig gemacht, ja, über diese Frau. Ob sie jemals so beleidigt worden ist, das stelle ich jetzt einfach nach hinten, das weiß ich nicht. Da will ich mich auch niemals zu äußern oder geschweige irgendwas anderes. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie ich dann dazu äußern soll. Aber ich finde, ein Präsident außer Türkei oder ein Gewählter, der da das Sagen hat, in dem Sinne, ich kenne mich mit der Politik in der Türkei überhaupt nicht aus. Deswegen weiß ich nicht, ob das ein Präsident ist oder einfach nur jemand, der da ein bisschen mehr was zu sagen hat. Ich finde es auf jeden Fall nicht richtig, dass er sich darüber so aufregt. Ein bisschen geschillt bleiben. Genau. Kann ich mal unterbrechen? Ja. Kostet Geld Wasser, wenn ich jetzt danke. Ja, dann tu doch. Ja. Aber nee, macht nichts. Ja, klar. Holst du aus dem Fluss, oder was? Das ist so eine Wasserstation. Ja, Wasserstationen kosten immer Geld. Aber macht ja nichts. Hau ruhig voll. Können wir ja nicht ändern. Ja, Leute. Das ist halt... Ich weiß nicht. Ich finde, man muss da drüber stehen. Man darf da gar nicht drüber diskutieren. Umso mehr man drüber diskutiert, umso mehr wird es zu einer Lachnummer. Das ist meine Erfahrung, wenn man über sowas diskutiert, wird das eher zu einer Lachnummer. Findest du nicht, Jan? Ja. Das ist doch einfach so, auch wenn man sich in der Schule mal richtig gekurt hat oder so, darüber diskutiert man daran nicht mehr. Ja, das ist passiert und man hält einfach die Fresse. So. Daher sollte man als so eine mächtige Person da in meinen Augen drüber stehen. Aber gut. Da muss der Herr Erdogan seine eigene Meinung sein, wie er dazu steht. Ach du Scheiße, ist das blöde Verschwer. Und wenn man... Alter, dieser Scheißflug, der ist so verbuggt, Klaus, der Grubber. Oh, hat irgendwie einen Wecker, der jetzt. Oder soll ich den mal zurücksetzen? Vielleicht funktioniert das dann wieder. Oder das mal testen. Probier das mal, Alter, weil ich kann nicht mehr schneller wie 25 fahren. Wenn der dahinter ist und hochgeklappt. Und das war am Anfang ja nicht. Ne, das hatten wir ja letzte Woche auch schon mal, das Theater. Ja, vorletzte Woche. Wir haben nur einen davon, ne? Mhm. Jetzt setze ich mal zurück. Ja, jetzt gucken wir mal. Was passiert denn noch Schlimmes auf der Welt? Man lässt zurzeit die Al-Qaida. Was für Tiere? Die Anhänger der Osama bin Laden früher. Ach, die. Die werden wieder mächtiger. Die haben sich jetzt wohl im Untergrund, wo man sich nur um die IS gekümmert hat, neu formiert, haben sich wieder stärker gemacht und dies und jenes. Aber die haben ja auch immer gesagt, wir kommen wieder mit stärker und mächtiger und ja. Keine Ahnung, Klaus, der Gruppe hat voll ein Werk, wir müssen uns mal einen neuen besorgen. Ja, wir haben ja noch welche. Nur wir haben, glaube ich, kein Geld dafür. Genau. Das Weil ist drauf halt, haben wir welche. Das ist halt auch so ein Punkt, glaube ich, der nicht so toll aussieht auf der Welt, ne? Wir werden... Wir leben alle unseren Traum. Wir möchten gerne alle frei sein. Aber irgendwie kriegen wir nur welche auf den Sack von anderen, oder? Dadurch. Ja. Das ist irgendwie schon... Weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was in den Menschen immer irgendwie vorgeht, dass sie irgendwie da was machen müssen. Was ich schlimm finde, dass manchen
meinen, ihr Glaube ist besser wie der Glaube und dies und jenes. Das finde ich absoluter Bullshit, Alter. Das ist... Keine Ahnung. Also normalerweise darf man sich hier darüber nicht unterhalten, aber... Ist halt meine Meinung. Ich finde es Bullshit. Jeder kann das gerne... so... diskutieren, lamentieren, sich darüber unterhalten, wie er gerne möchte. Aber ich finde es einfach Bullshit. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ob ich Christ bin oder irgendjemand andere Sachen angehöre, das ist doch jeden seine eigene Entscheidung, Leute. Und hört doch auf, euch wie soll ich das sagen? Zu streiten wegen so einer Scheiße, ey. Wir sind doch alles Menschen. Und alle Menschen sind gleich. Ob du dunkel, hellhäutig oder... Keine Ahnung, es ist doch alles das Gleiche. Ja? Wenn ich 50 Jahre irgendwo anders lebe, Alter, dann bin ich auch dunkelhäutig. Ja, weil die Sonne mich irgendwann mal auch braun gemacht hat. Ja? Nur, dass ihr in dem Sinne die Pigmente und das ja alles wirklich schon so ist, aber... Nur wenn ich 30 Jahre in Afrika lebe, bin ich dann auf einmal auch ein Schwarzer? Ja. Ja, es ist ja gelogen in dem Sinne. Ja. Ja, und ich verstehe einfach diese ganze Sache nicht, warum man sich überhaupt darüber streitet. Warum müssen andere Leute, andere Menschen in die Luft sprengen? Wo ist die Intelligenz geblieben bei den Leuten? Also, keine Ahnung. Macht alle, was ihr möchtet, aber lasst mich in Frieden. Ja. Nur durch so eine Scheiße, das muss man lautwörtlich sagen, muss man damit rechnen, dass irgendwann ein Volk so sehr die Schnauze voll hat, dass es so viel Streit gibt auf der Welt, dass wir im Dritten Weltkrieg leben. Jan, mach Gas. Stehst ja nur rum hier. Das ist ja nicht richtig. Wir streiten uns wegen... Kann man das sagen? Wegen Affenzirkus? Wie so ein Affenzirkus? Ja, überhaupt nötige Dinge. Ja, wie so ein Affe im Zoo, oder nicht? Ja. Ja? Die streiten sich wegen einer Banane, wie dumm. Ja? Wieder um Leben und Tod. Meine Banane. Keine Ahnung, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich mag es zurzeit einfach nicht. Mir darüber so viel Gedanken zu machen, weil vielleicht machen sich da andere Leute nicht so viel Gedanken drüber, aber ich habe einen 10-jährigen Sohn zu Hause sitzen. Soll der so aufwachsen wie mein Opa früher? Finde ich schon ziemlich traurig, also wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, dann so eine asozialen AVDs, die es auf der Welt gibt, ja. Wir sind die Rechtspartei, der deutsche Lande! Zack, ja, Waffe raus, erschießen! Warum? Warum diskutiert hier einer so lange? Warum gibt es keinen, der nichts zu verlieren hat und schießt diese Menschen einfach ab? Stellt sie an Pranger. Diese Menschen gehören an Pranger gestellt. Aber nicht irgendwelche, die einen anderen Glauben angehören. Och Leute, hört auf, euch wegen Glauben zu streiten. Ich finde das Bullshit. Guckt euch doch unsere Kinder an. Ja, wenn ich bei meinem Sohn in eine Klasse gucke, da sitzen alle von drinnen. Ja, da sitzen Vietnamesen, die an anderen haben. Jeder hat da einen anderen Glauben. Und die Kinder vertragen sich alle untereinander. Warum können das wir Erwachsene nicht? Sind wir alle eigentlich oben hirnblöd im Gehirn? Nehmt euch doch mal ein Beispiel an eure Kinder. Aber ist doch so, Jan. Ja, klar. Ja? Und die spielen genauso miteinander. Als wenn der eine, als wenn sie alle weiß wären, als wenn sie alle schwarz wären oder geschweige irgendwas anderes. Diese Diskussion immer im Fernsehen und dann immer diese Rechtskacke da, ey, ich kann es so langsam nicht mehr hören. Und solche Leute wie die AVD, die das Volk aufeinander aufhetzen oder Menschen, die es gar nicht verstehen und denen ihre Broschüre gar nicht gelesen haben, was da drin steht, holt euch mal die AVD-Broschüre und lest euch das mal durch, Alter, kein Frauenrecht mehr. Wo sind wir denn hier in keine Ahnung, im dritten Weltland? Sind wir zurück im 19. Jahrhundert, wenn ich das sehe, Leute, ey, mir platzt so der Hals, ja? Mir platzt der Hals doch, ich sag's dir. Der Hals? Ich finde sowas einfach nur traurig, weil wenn du es so nimmst, Jan, ist mein Vater und ich sind so die Generation, die das nicht erlebt haben. Und wenn ich meinen Opa nehme,
ja, der leider schon nicht mehr da ist, aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde hier gerade geportet, bis der Arzt kommt. Aber der das Ganze erlebt hat, diesen ganzen Kriegsscheiß. Und wir uns streiten wegen rechtsradikal und gehören die in dieses Land und gehören die nicht in dieses Land. Ey Mann, soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Wenn ich im Krieg wäre und meine Frau würde mit meinem Kind alleine sitzen, dann wird die auch laufen bis dahin, wo Frieden ist. So. Das ist das letzte Wort, was ich dazu sage, weil die Folge ist nämlich auch zu Ende. Nein, aber es ist doch so, jede Frau würde laufen mit dem Kind und es ist egal, wo sie hinlaufen. Du läufst doch dahin, Klaus, wo du deine Ruhe hast. Richtig. Und ob da junge Leute mitkommen oder dies und jenes Leute, darüber kann man nicht diskutieren, darüber können wir uns nicht unterhalten, weil wenn wir uns darüber unterhalten, dann geht das in Zwiespalt, das würde sich alles im Kreis drehen. Ich komme, Jan, fahr weiter. Dann würde sich das alles im Kreis drehen und dann würde man diesen Aspekt da dran anziehen und dann diesen Aspekt wieder dran anziehen, ob da alle nur aus Kriegsgebieten kommen oder nicht. Das spielt alles überhaupt gar keine Rolle, finde ich. Was einfach eine Rolle spielt, was ich dahinter einfach verstehe, ist, dass sich Menschen aufregen wegen unnützige Sachen in meinen Augen. Hat sich irgendwas seitdem hier in Deutschland verändert? Nein. Außer, dass man immer nur hört, uns im Staat kostet das so und so viel Millionen. Uns im Staat kostet das so und so viel Millionen. Vor 2 Jahren haben wir uns darüber unterhalten, ja, die Griechen, ne? Die nehmen so viel Geld von uns. Aber die Griechen, ne? Das sind so böse Jungs. Ja, die sind so hoch verschuldet, die nehmen das ganze Geld von Deutschland und von Europa. Ja, und jetzt brauchen wir selber das Geld, weil wir Flüchtlingen helfen. Was ist denn besser, den Griechen das in den Arsch zu stecken, die zu doof sind, eine Wirtschaft zu betreiben, oder Menschen das Leben zu retten, die vor dem Krieg flüchten? Ja, mir ist Geld zu geben. Du bist schon ein Sadist, ne? Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber nein, ist es nicht so? Wir haben uns vor ein paar Jahren darüber aufgeregt, dass wir den Griechen das ganze Geld in den Arsch stecken und was wir wahrscheinlich jetzt wieder machen müssen. Und darüber, da geben wir den Griechen halt das Geld. Aber für Kriegsmenschen, die aus dem Krieg flüchten, bei dem ist das... Nein, denen dürfen wir das Geld nicht geben. Schon klar. Liebes Deutschland, denkt lieber mal drüber nach, wie es uns ging, wie viel Geld der Amerikaner uns in den Arsch gesteckt hat. Oder andere Länder. Klar haben wir das alles zurückgezahlt. Und hat das was damit zu tun? Haben die Amerikaner sich hingestellt und haben rumgejammert, wir geben den Deutschen so und so viel Geld? Da wurde gar nicht drüber diskutiert, Leute. Man sollte auch nicht über so ein Thema wie Geld in so einer Situation diskutieren. Und ich finde sowieso, Geld ist sowieso die blödeste Erfindung der Welt. Weil seit wann kann ein Staat pleite gehen? Das ist genau so ein Thema. Ja? Der Staat kann ja nur pleite gehen, wenn er gut wirtschaftet für sein Volk. Mhm. Man sieht ja, was man davon hat. Kaputte Straßen oder andere Sachen. Naja, Leute. Wir wollen mal aufhören mit diesem Hokuspokus heute und gehen mal ins nächste Video rein. Könnt ihr ja trotzdem mal schreiben, wie ihr das findet, ob ihr das genauso seht wie ich oder ob ihr das anders seht. Vielleicht seid ihr ja auch wirklich ein bisschen rechts orientiert und findet das nicht richtig, dass die alle hierher kommen. Ich sage immer nur, Leute, vergesst nicht, uns könnte das auch irgendwann treffen und ihr müsst laufen. Und ich sage immer... Steckt nicht den Kopf in Sand, ja, es geht immer weiter geradeaus und für die Leute, die hier nach Deutschland kommen, lasst euch nicht ärgern, es gibt nicht so viele Rechtsradikale, nur schwarze Schafe, das muss man einfach dazu sagen und die schwarzen Schafe gibt es in jedem Land und lasst euch nicht einfach dumm anmachen, sondern geht einfach weiter und lasst euch von solchen blöden Ärschen nicht, wie soll man sagen, das schöne Leben in Deutschland versauen, so. Sagen auf jeden Fall damit vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.